bin Jonas. Ich lese jetzt einen Ausschnitt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Urteil über die Volkszählung. Und in diesem Urteil heißt es: Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine dieser ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was, wann, bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen in der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Damit hat das Bundesverfassungsgericht quasi den Begriff der informationellen Selbstbestimmung geschaffen und genau das eigentlich gesagt, was jetzt durch die NSA und andere Geheimdienste gefährdet ist, nämlich unsere persönliche Freiheit, dass die davon abhängig ist, dass auch unsere informationelle Selbstbestimmung gewährleistet ist.